Ja, gestern habe ich noch mit dem Paul von TrackTV getippelt. Und ich hatte ihn eigentlich auch am Autohof Berg schon gesehen. Aber im nächsten Moment war er dann wieder weg. Und da habe ich dem letztlich gestern noch geschrieben und so. Er meinte auch, tja, hätt's mich mal auf ein Bier eingeladen und so. Tja, wärst du da gewesen, Paul? Warum nicht? Aber war ganz cool da. Nur einer hatte eine schlechte Laune, ne? Der Schubert, der hatte wahrscheinlich schlechte Laune gehabt. So kam es jedenfalls rüber. Ja. Aber Paul, beim nächsten Mal machen wir das, ne? Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nur nicht die Termine, wann jetzt wo was ist wieder. Aber vielleicht lässt sich das ja diesmal arrangieren. Dann treffen wir uns mal. So, das war's jetzt schon wieder. Leider konnte ich das jetzt nicht mitzeigen, weil, wie ich schon mal gesagt habe, ich kann halt nicht überall beim Kunden oder im Krankenhaus filmen. Das geht einfach nicht. So, ist egal, wir fahren jetzt zu Siemens höchstpersönlich in die Bürgermeister-Brunner Straße in Kassel. Was steht da? Ultraschallcenter Kassel, Schlüssel im Logistikzentrum, hinten Hof. Scheiße, das kann ja was werden. Bin ich mal gespannt. Fast. Ich brauche den Schlüssel fürs Ultraschallcenter, weil ich ein Gerät für euch habe. Oben auf dem Parkdeck. Bist du schon mal da gewesen? Ich bin noch nie hier gewesen. Das Problem ist, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde Mittagspause und ich bin eh schon gepeinigt worden, hier nicht rechtzeitig anzutreten. Eine Viertelstunde hast du noch Zeit? Oder? Muss ich ja. Ich war jetzt sowieso schon, hier Schlüssel holen, dann da oben irgendwie aufs Parkdeck mit dem Ding. Weiß ich nicht, ich hab's jetzt nur von Weitem gesehen. Musst du was holen oder bringen? Bringen. Ein Ultraschallgerät. Nee, was ist denn das für eins? Ganz normale, Größe, ein X300. Achso, so eins ist nicht. Normal, am besten wäre es, wenn du mit der Kamera.
sagte mir jemand ja auch, weil es halt dann alles eben ist. Ja, richtig, weil wir müssen das. Wir reden so nicht. So viele Autos verwenden die Straße. Das ist noch eine Gefahr, weil ich weiß nicht, ob das Übungstechnisch darf da eigentlich gar nicht mehr anfassen. Ne? Was wir da mit einem Auge zu dann immer noch machen, wenn irgendwas passiert, dann. Ich weiß, das ist ja bei uns auch. Wenn wir Tragehelfer bestellen, wir rühren das dann nicht an. Das machen dann die Tragehelfer. Ja, hast du Schienen? Nein, weil in der Regel brauche ich keine Schienen. Na gut, ich gucke mal. Ich jetzt schon ja. Pass auf, das muss ich zeigen. Hausnummer 16. Jetzt bin ich bei 14, nächstes müsste 16 sein. Und zwar ein Lager von einem angeblichen Seniorenheim. Pass auf. Heute mal privat unterwegs mit meinem großen, das Auto ein bisschen sauber machen, ja. Staffel 5, ja, fängt auch bald an. Wir freuen uns alle richtig drauf. Und jetzt fahren wir erstmal zu Trio Trans, um das Auto zu waschen. Trio Trans, eine Spedition, bekannt vom Auto Hofberg. Möchte hier jetzt irgendwo gleich sein. So. Das ist sie nicht. Ja, Trutzefix. Suchen wir einfach mal. Ah, da vorne. Einmal mal drauf filmen. Da schon zwei schöne Autos, oder?
abschicken. Ah, ich kenne das. Keine Umstände, Schein. Halbe Stunde auf dem Aufzug warten. Toll. Nix. Toll. Ich will runter. Bin ich jetzt wieder in Rennerod? Da fährt man einmal dahin, dann haben die nichts. Gar nichts. Ich bin jetzt also 160 Kilometer umsonst hier hingefahren und darf jetzt wieder 200 Kilometer bis nach Hause. Völlig umsonst. Für nichts. Für Nüsse. Oh, warum sagen die bei uns das denn nicht direkt Bescheid, ey? Hätte ich mir den Weg auch sparen können. Naja, dafür habe ich relativ früh wieder Feierabend. Wieder mal Zeit. Scheiße, ey. Hätte ich mir die ganze Scheiße hier sparen können. Life should be so easy.